Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von World of Reviews. Dieses Mal dreht sich alles um He-Man aus Mattels, beziehungsweise nun Super Sevens He-Man and the Masters of the Universe-Reihe, welche auch allgemein als Filmation-Reihe bekannt ist. Es ist außerdem das erste Video über diese Toyline und da ist He-Man natürlich die beste Wahl, um mit diesen Reviews zu beginnen. Die ersten 6 Figuren plus ein Exclusive liefen noch unter der Flagge von Mattel und beinhalteten neben He-Man noch Skeletor, Treadjaw, Evil-Lyn, Clawful und Beastman. Dazu gab es noch Evil Seed, welche als Exclusive-Figur nur beim Abschluss eines Abos erhältlich war. Zwar wurden, wie wir später sehen werden, viele Teile der Classics-Line wiederverwendet, aber bei der Verpackung ließ man es sich nicht nehmen, diese komplett neu zu gestalten. Selbstverständlich ist sie im Filmation-Look gehalten und zeigt die geöffnete Maulbrücke Castle Grayskulls aus dem Filmation-Cartoon. He-Man selbst ist in Verwandlungspose in der Box verstaut. Durch ein großes Fenster in der Front kann man die Figur sehr gut sehen. Auf der Rückseite sehen wir den stärksten der Starken in Zeichentrickoptik vor Castle Grayskull stehen. Weiter unten gibt ein kurzer Text Infos über die Entstehung der sogenannten Hatmotu bzw. Club Grayskull Line. Mattel änderte das Verpackungsdesign nach He-Man und Skeletor leicht ab und verkleinerte sie sogar im Vergleich zu Evil Seed, Beastman, Treadjaw, Clawful und Evil-Lyn. So, jetzt schauen wir uns die Figur mal etwas genauer an. Wie man sehen kann, sind die meisten Teile der Figur von der Classics-Figur recycelt worden. Neu sind dagegen die Unterarme, He-Mans Hände, seine Fellhose, der Kopf und die Stiefel. Aufgrund des großen Recycling-Faktors sind natürlich alle Bewegungspunkte vorhanden, die wir auch schon von der Classics-Figur her kennen. Die neuen Hände bieten nun noch mehr Bewegungsfreiheit und erlauben der Figur auch in bekannter Verwandlungspose aufgestellt zu werden. Doch sie haben unterschiedliche Winkel, in die man sie biegen kann. Während die linke Hand mit einem Gelenk versehen ist, das es erlaubt, sie nach innen zu knicken, kann man die rechte Hand nach oben und nach unten bewegen, um so die Verwandlungspose zu ermöglichen. Dazu sind sie aber weiterhin am Gelenk selbst auch drehbar. Die Knöchelgelenke verleihen der Figur zusätzliche Möglichkeiten zur Positionierung. Zugegeben, sie sind wahrlich nicht hübsch anzusehen, ihr Nutzfaktor gibt ihnen aber eine eindeutige Daseinsberechtigung. Natürlich musste auch der Brustharnisch neu gemacht werden, denn der von der Classics-Variante war für Filmation He-Man einfach zu detailreich. Bei der Gelegenheit hat Mattel eine längst überfällige Schwertscheide an der Figur angebracht, welche sich um 180 Grad um die eigene Achse drehen lässt. Das Schwert passt perfekt in die Scheide und fällt auch beim Umdrehen der Figur auf den Kopf nicht heraus. Dagegen ist es aber auch nicht schwer, die Waffe wieder aus der Halterung herauszubekommen. Auch der Kopf ist hier abnehmbar. Da Mattel den gleichen Balljoint verwendet hat wie bei der Classics-Figur, kann man die Köpfe natürlich untereinander auch tauschen. Hier mal ein paar Beispiele, in welchen Posen man die neuen Hände einsetzen kann. Im direkten Vergleich mit der Classics-Variante kommt deutlich zum Tragen, wie detailarm die Filmation-Version ist. Natürlich hat der Cartoon He-Man Zubehör mit dabei. Zum einen natürlich sein bekanntes Zauberschwert. Dieses ist dem Filmation-Zeichentrick nachempfunden, lag aber schon Flock aus der Classics-Line als Bonus mit dabei. Ebenso liegt der Figur ein Stein mit dabei, in der die beiden Schwerter von He-Man und She-Ra gesteckt werden können. Wen die Schwertscheide übrigens stört, der kann sie auch entfernen. Sie steckt mittels eines Pins im Brustgurt He-Mans fest und kann abgezogen werden. Hier einmal He-Man mit den anderen 6 erschienenen Figuren der Line, die noch unter Mattel liefen. Dieses Foto hier zeigt, dass die Filmation-Figuren sehr gut zu denen passen, die auch schon unter dem Moto Classics Banner erschienen sind. Mit He-Man machte Mattel den Anfang einer neuen Toyline, welche im Jahr 2016 simultan mit der noch laufenden Classics-Line erschien.
Zwar ist es unverständlich, warum sich Mattel mit der neuen Line selbst Konkurrenz machte, aber aus heutiger Sicht spielt das für den Konzern keine Rolle mehr, denn Ende 2016 machte Mattel die Pforten mit den Collectors dicht und übergab alles an Super 7. Trotzdem ist Filmation He-Man eine durchaus gelungene Figur, welche noch nicht die Probleme mit der Qualität hatte wie die späteren Figuren. Ein Kauf lohnt sich aber in jedem Fall. Das war es auch dieses Mal wieder. Vergiss nicht, das Video zu bewerten und diesen Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal.